Das neue Yu-Gi-Oh! Set Tactical Masters wurde mir freundlicherweise von Konami zugeschickt und wir öffnen dieses vor Release. Auf ist die Box. Wir haben hier das Booster-Artwork mit den drei neuen Archetypes, die vertreten sind. Jäger, Dämonen und Waifus. Genau das, was ich mag. Wir fangen einfach mal an und jetten rein. Ich bin sehr gespannt, was wir drin haben. Wir haben auf jeden Fall eine Rare-Karte hier ganz zu Anfang. Denn wir haben hier mal wieder so ein paar Special-League-Karten am Start, wie ihr sehen könnt. Jedes Pack hat eine Rare-Karte, was schon mal ganz cool ist. Und hier haben wir auch schon den Jäger-Archetype, den ich so mal eben getauft habe. Und zwar sind das alles Pendelkarten. Und die sollen tatsächlich nicht bad sein. Ich bin sehr gespannt. Sion, der war... Ylans Bogenschütze. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hoffentlich butschere ich das nicht komplett. Kosmos Zyklon. Sehr, sehr geile Karte. Also damals, als ich sogar noch Yugi gespielt hatte, war das immer sehr, sehr praktisch, weil, yo, du kannst halt einfach eine Karte verbannen. Ist halt einfach ein besserer MST in dem Sinne. Wir haben hier Sündenbock, aka Scapegoats. Kennt man, ne? Schnellverstärker haben wir hier. Dann haben wir hier Runische Verlockerung. Und dann haben wir Labyrinth Vorbereitung. Ist, ich wollte gerade sagen, eine Ghost-Trick-Karte. Aber ne, Labyrinth, Zauber und Fallen. Wird wahrscheinlich auch ein Archetype sein, der hier vertreten ist. Wahrscheinlich wird es die gute Dame sein. Bin mir nicht so ganz sicher. Aber die guten Mates sehen sich sehr ähnlich. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt, was hier noch alles drin ist. Ob hier auch noch irgendeine... Ja, ob hier irgendeine krasse Karte heute auch in unserem Display drin ist. Wir haben hier Compulse, aka Zwangsevakuierungsgerät. Wir haben hier Bärenblocker. Der sieht sehr süß aus. Pendelfusion haben wir. Beschwöre ein Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck und verwende dafür Monster, die du kontrollierst als Fusionsmaterial. Falls du zwei Karten in deiner Pendelzone hast, kannst du diese Karte in deinen Pendelzonen als Fusionsmaterial verwenden. Das ist sehr, sehr wild. Also was Konami da wieder raushaut an Karten, das hört sich sehr, sehr geil an, ey. Also so kann man bestimmt auch coole Pendel-Fusion-Monster rufen. Aber gut, wir haben hier nochmal die ja, Spielfeldzauberkarte von den König Wissen. Sehr, sehr cool. Die Welt der neuen Monster. Schauen wir mal rein, was die Welt uns heute noch bringen wird hier, ne? Wir haben hier Labyrinth Guckuhr. Sehr geil. Mir gefällt der Artstyle sehr von den Karten. Also das ist schon mal sehr, sehr krass. Dann haben wir Runischer Peinigender Sturm. Okay. Dann haben wir hier nochmal ein Panelmonster. Diesmal eine Art Mecha, würde ich schon fast sagen, ey. Virulence Wut Marquitz. Alter, ey, ich habe keine Ahnung. Eindringlinge der Finsternis. Den kennen wir, glaube ich, alle aus den guten... Invasion of Chaos. Jetzt hat er hier einen Rare Print am Start. Und dann haben wir hier nochmal eine Fusion. Hey, das passt doch. Wie ich schon gerade sagte, haben wir hier ein Pendel-Fusionsmonster, was bestimmt mit der Pendel-Fusion leichter gerufen werden kann. So, was haben wir noch? Wir haben Cosmo Cyclone. Wir haben hier Sinet Schalter. Sieht auch sehr, sehr geil aus, ey. Ich mag eh die ganzen Karten, die so ein bisschen Grabwächter angehaucht sind. So ein bisschen Pharaon-mäßig am Start. Wir haben hier Lebe Willkommens Labyrinth und wir haben Runische Zerstörung hier am Start. Set hat einige geile Artworks auf jeden Fall am Start. Kaiserliche Eisenmauer, eine Karte, die damals, glaube ich, als... War es eine Common-Karte, die aber 7, 8 Euro war? Das war krass, ey. Oh mein Gott, Tollkühne Gier. Ich wollte schon den englischen Namen hier wieder sagen, ey. Kummer des Unterwäldlers. Sie sind sehr gute Common-Karten und Rare... Also Common-Karten sag ich schon. Das sind sehr gute neue Rare-Karten geprintet, die Reprints haben halt, ey. Geri, die runischen Zähne. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Könnte auch so ein Nordic-Monster einfach sein. Die Karte ist auch gar nicht so bad halt. Wenn die Fusionsbeschwör wird, kannst du Schnellzauberkarte von deinem Friedhof wieder in die Hand nehmen. Und wenn die zerstört wird, zerstört die ebenfalls nochmal ein Monster. Also auch nochmal ein nicer Effekt hier halt. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin ja so ein Mensch, ich wähle mein Deck meist aus, was die Artworks angeht. Und das ist schon sehr, sehr geil, die Schickert. Also da bin ich so ein kleiner, oh mein Gott, antimagischer Duft, ey. Das war damals auch eine sehr, sehr krasse Karte. Buch der Verfinsterung. Und da haben wir Runisches auf blitzendes Feuer. Ich bin aber so ein Typ wirklich, ich war schon immer so ein Dude. Wenn die Karten-Artworks nicht mir gefallen sollten oder ähnliches, dann spiele ich das Deck halt auch nicht. Es muss halt alles passen, aber die Pendelmonster, die sehen schon sehr, sehr cool aus. Aber die hier, oh, gibt schon sehr, sehr viele coole Artworks, die wir haben. Wir haben wieder Dame der Wehklage. Dann haben wir hier Runischer Goldener Tropfen. Dein Gegner zieht eine Karte, dann verbannst du die obersten vier Karten seines Decks. Beschwöre ein runisches Monster, Spezialbeschwörung von einem Extra-Deck. Okay, 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 okay. Aber dafür muss man die Battle-Phase überspringen danach. Okay, das ist ein sehr interessante Karten, die hier drin sind halt. Ne? Also ich bin... Ist schon sehr cool, sag ich mal, was wir hier alles haben. Aber wir gucken mal, was wir hier sonst noch... Pendel Fusion haben wir hier. Und wir haben die erste Ultra Rare. Let's go!
Was haben wir hier? Liebliches Labyrinth von der Silberburg. Ey, das ist das Covermonster. Hey, yo. Die Waifu der Waifus. Die ist sehr, sehr hübsch. 2919. Dein Gegner kann als Reaktion auf die Aktivierung der normalen Zauber- und Fallenkarten keine Monstereffekte aktivieren. Du kannst eine normale Falle in deinem Friedhof wählen, setze sie auf dem Spielfeld, aber sie kann nicht aktiviert werden. Es sei denn, du kontrollierst ein Unterwäldlermonster. Okay, das ist bei der Karte dann unmöglich, sage ich mal. Okay, wilder Effekt, sage ich mal. Wilder Effekt, definitiv. Karte gefällt mir. Wenn das Thema so gut sein soll, haben wir da auf jeden Fall was Starkes. Denn eine Falle wieder vom Friedhof zu setten, ist definitiv stark, sage ich mal. Pendel Fusion, da haben wir sie again. Jetzt gucken, was wir noch haben. Fallentrick. Und wieder die Fusion. Normalerweise sieht man zwei... Oh, absoluter König Düsenjack. Ich meine, er war in der Gold Series mal drin, als First Print. Daher kann ich ihn so ein bisschen, da kenne ich ihn, da habe ich nochmal ein. Violence, Violence? Karte ist doch mega witzig, Alter, ey. Violence? Also ich hoffe, man soll es nicht wie Violence aussprechen. Oder vielleicht soll man das auch gerade machen, ich weiß es nicht, ey. Violence Welt. Hier, Zwangsevakuierungskrieg. Oh, Kauz und Schlossvogel. Sehr, sehr guter Reprint für die Karte. Und wir haben nochmal eine Labyrinthfrau, und zwar die Dienerin. Die gute Ariane. Ich habe einmal gesagt, dass ich Waifus mag, Alter. Und jetzt ziehe ich jede, wirklich jede aus dem Set. Okay, okay, okay. Der Yugi-Gott meint es gut mit mir. Lässt einen sehr viel setzen oder halt beschwören. Ist ganz cool, glaube ich halt. Ne? Auch die Ability, dass man eine normale Falle einfach so legen kann und dann zerstören lassen kann. Und dann kannst du Monsterstufe 4 oder niedriger beschwören. Ist schon ganz cool. Also die Karte kann auf jeden Fall was. Braucht man da, glaube ich, aber öfters für, um halt es... auszureizen. Mal gucken, was wir noch ausreizen können. Wir haben nochmal Labyrinth Sperrfeuer. Sieht sehr, sehr cute aus mit den Chibis. Die meisten Karten doublen sich. Also das Set scheint nicht allzu groß zu sein. Wir haben schon einige Karten gesehen und viele kommen gerade nicht hinzu. Auch runischer goldener Tropfen haben wir auch schon gehabt. Sieht ganz süß aus. Aber wir wollen ja nochmal die anderen paar neuere Karten sehen. Bärenblocker. Dann haben wir wieder Labyrinth, Kuckuhr. Dann haben wir den runischen Hammer. Und dann haben wir hier runische Spitze. Das sieht sehr, sehr geil aus, ey. Ich spiele gerade mal wieder so ein paar MMOs oder ähnliches. Da hat man auch diese Sicht gefühlt oder bei anderen Spielen. Aktiviere einen dieser Effekte, aber überspringe deine nächste Battle Phase. Füge deiner Hand eine runische Karte von deinem Deck hinzu, außer runische Spitze. Dann verbanne die obersten Karten des Decks deines Gegners. Beschwöre ein runisches Monsterspezial von einem Extra-Deck. Also, wenn ich das richtig verstehe, runisch heißt so viel wie, yo, wir gehen all in, aber dafür hast du halt keine Battle-Face halt im nächsten Zug. Das ist halt eigentlich ganz cool. Ist ein interessantes Thema, sag ich mal, dass man mit solchen Sachen spielt. Weil es gibt ja normalerweise so, klar, jedes Deck so seine eigene, ich sag mal, seine eigene Besonderheit. Aber dass man so sagt, so, yo, du kannst dann halt keine Battle-Face machen, Brudi. Musst du halt weise entscheiden halt, ne? Gary haben wir nochmal. Gary, komm heim, gefühlt. Gucken, ob Gary heimkommt hier, wenn wir nochmal ein paar Booster öffnen. Wir sind auch gleich schon durch. Wir haben nicht mehr so viele Karten. Nochmal ein Kauz haben wir hier. Sehr, sehr cool. Zwangsevakuierungsgerät. Und wir haben hier nochmal unsere gute Dienerin haben wir hier am Start, ey. Falls du ein Unterweltmonster kontrollierst, wähle eine Karte auf dem Spielfeld, zerstöre sie. Okay, nicht... Ja, also man kann die Karten halt immer wiederholen wahrscheinlich. Und man kann die auch setzen und zerstören und dann die Effekte triggern. Ich glaube, wenn man da jede Karte von dem Thema so ein bisschen kennt und im Deck hat, dann macht das alles sehr viel mehr Sinn. Und funktioniert höchstwahrscheinlich sehr stark. Runische auf Blitzenes Feuer haben wir hier nochmal. Okay, wir haben noch drei Booster. Glück etwas. Oh, wen haben wir hier denn? Hoyo der Krieger. Okay, Hexapendel. Okay, falls... Also der ist halt Stufe 8. Aber man kann nicht spezial beschwören, wenn man ein anderes Wassermonster halt kontrolliert. Der zweite Effekt ist auch ganz cool, halt, um mal ein Fusionsmonster zu beschwören. Aber, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so das Thema, was ich so feiern würde. Ich glaube, ich wäre so ein Sneaky Dude. Und jetzt gerade, wo ich die Karte noch gezogen habe, würde ich, glaube ich, tatsächlich die Diener, meine Unterwäldler alle bevorzugen. Einmal schauen, was hier im letzten Pack haben aus dem Display. Nochmal eine runische, frostige Flüche-Karte. Ich bin mit meiner Box sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Opening. Und der Waifu-Hunter hat mal wieder zugeschlagen, sage ich mal.